Die Hasborner Mühle existiert schon sehr, sehr lange und nach dem 30-jährigen Krieg, und zwar im Jahr 1702, ist sie in den Familienbesitz gekommen. Die Faszination des Berufes des Müllers liegt darin, dass es sehr abwechslungsreich ist. Einmal die Herstellung des Mehles, des anderen den Kontakt zu den Bäckern. Eine gleichbleibende Qualität wird gewünscht und das ganze Jahr über. Da wir nur regionale Produkte verarbeiten und diese jedem Jahr Schwankungen unterliegen, liegt es am Müller, eine gute Qualität herzustellen. Das Handwerk hat bei uns einen sehr großen Stellenwert, weil der Anspruch von den Bäckern immer höher wird, muss ich ständig die Qualität kontrollieren und eventuell auch die Mischung anders einstellen. Im Sommer, wenn das Getreide reif ist, ne, der Roggen und der Weizen von unseren Feldern aus der Umgebung, wenn der reif ist, dann kommen die Landwirte und liefern das Getreide hier an. Das Getreide wird bei uns in den Getreidesilos gelagert und wird dann sukzessive im Laufe des Jahres halt zu Mehl vermahlen. Wenn man nachhaltig und auch ökologisch in irgendeiner Form agieren will und klimafreundlich, dann kommt man ja an den regionalen Kreisläufen nicht vorbei. Und die sollten auf jeden Fall erhalten und gestärkt werden.